Guys, welcome back to my YouTube channel, Vibe with Precious. Hi guys, and today if you guys are feeling very much good. So today I'm gonna be reacting to German meme compilation English subtitle with context, guys. Thank God there is an English subtitle so you'll be able to understand the language. Let's just get right into it. Ja, das Licht an. Mal gut, dass du nichts zu sagen hast. Ja. Du musst mir an. Raus, Alter. Mach raus. Wichser. Ja. Wie bitte? Entschuldigung. Sie, Wichser. Nein. Die beste deutsche Mountainbikerin ist heute Abend bei uns. Es ist Regina Stiefel. Herzlich willkommen. Ja, Walter Frosch, kurz vor der Pause noch der Ausgleich. Er ist ein anständiger Junge, ich kenne ihn jahrelang. Er hat immer sauber und fair versucht zu spielen. Da haben wir doch keinen Zweifel dran. Wir wollen nur nachfragen, ob das in Ordnung geht bisher hier, das Ergebnis. Ja, alles in Ordnung. Das Ergebnis ist eigentlich verdient für die anderen. Aber Speise hat selber immer zulegen. Was haben Sie denn da unten in Ihrem Stutzen drin? Zigaretten. Bitte? Zigaretten. Jetzt erstmal eine durchziehen? Nachher. Warum haben Sie es dann mit auf dem Fief? Ich bin schnell eingewechselt worden, da habe ich es noch dabei gehabt. Okay, danke schön. Bitte. Is. December vége óta sorra nyitnak az oltási központok Németországban. Jens Spahn egészségügyi miniszter azt szerette volna, hogyha egy egységes forróvonalat és egy egységes portált hoznak létre, ahol időpontokat lehet foglalni. Az egységes országos forróvonalat létrehozták ugyan, de a tartományok ragaszkodtak ahhoz, hogy saját portálokat is létrehozzanak, tehát saját cégeket is bíztak meg, ezért eltérő időpontokban egymást követően kerül egy sor az időpont foglalásra. Például Wiesbadenben tegnap volt. Hast du einen Migrationshintergrund? Nein, ist einfach so eine weiße Wand, weil wir sind neu ausgezogen. Also, ach Mann, was hat denn mein Deutsch? Oh, so nicht, jetzt die Kerze ausgegangen, Willi. Scheiße, der hat Reifen verloren! Der hat Reifen verloren! Guck mal, was knallt denn da hier so oben? Komm vorne mal ein Stück jetzt hinterher, ja. Der ist bestimmt ein bisschen heiß drauf, ja. Bestimmt hier Zündkerze im Auspuff oder so. Lass mal ein bisschen Licht in die Hütte machen, einwandfrei. Du weißt ja gleich, worum es geht. Zeigen ist auch gut. Na, warte mal, fahr mal neben den, du. Komm, gib jetzt Last hier. Ah, da ist ja noch eins, guck mal hier, da macht komplett Terror. Guck mal, was ist mit dem Ding los? Geht er wie Sau? Geht der Porsche richtig hier? Guck, der fährt an uns vorbei. Guck hier, was ist das für ein Kombi? Carsten! Was ist denn mit Carsten los? Und hat versucht, einen freien Vogel einzusperren, einen Adler, der versucht hat zu fliegen. Hast du versucht, einzusperren? Hast du versucht? Und deswegen habe ich mir eine gesucht. Die hat mich auf ersten Blick erkannt. Sie hat mir einmal in die Augen geschaut, was sie auch konnte längere Zeit. Nicht so wie du. Fahr weiter! Oh, Scheiße! Ich kann dem Angreifer deutlich zeigen, deutlich artikulieren, was ich will. Ich zeig's ihm mal. Halt! Oder ich kann Zeugen auffordern, mir zu helfen. Bitte helfen Sie mir, ich bin in Gefahr. Bitte helfen Sie mir! Kannst du noch einmal mit der Schale in die Kamera jubeln? Jubeln? Ja. Jubeln, einfach jubeln. Jubeln!
Ich habe mir einen waschechten Isländer bestellt, Henry Henrysson, Bruder von Jürgen Hurensson. Sorry. Hey, was suchst du denn hier? Ich wollte nur mal so eine Uniform anprobieren. Die wolltest du wohl klauen. Komm, komm. Alarm! Alarm! Hey, wo bleibt das Essen, Mensch? Hier ist die Suppe. Bist du irgendwie bescheuert? Was ist das für eine Scheiße? Das sind Was ist das für eine Scheiße, Mann? Ist das ich brauch Hühnchen mit Reis! Hühnchen mit Reis! Aber doch nicht jeden Tag! Natürlich jeden Tag! Ich bin am Trainieren! Ich muss meine Arme aufpumpen! Mein Bauch! Sixpack! Wir haben doch bestimmt eine Liebste zu Hause oder einen Liebsten. Ich weise diese Unterstellungen zurück. Unterstellungen sind ein journalistischer Trick. Diese dürften in der freiheitlich-demokratischen Grundordnung nicht vorkommen. Sie hätten mich anders befragen müssen. Oh my God, guys. Honestly, these memes like took me out. Actually, the part whereby someone called the police officer a cunt. Say that again, cunt. And they ran after him. And also the baby, when the baby was trying to look into the bucket, and the baby fell into the bucket, guys. That was really funny. I enjoyed myself watching this video and I love it. You guys are very, very funny. I never knew people like Germans are actually funny, guys. So we're going to have today's reaction. Don't forget to like, comment, don't forget to subscribe. I love you. See ya. Bye.